Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Druids vor. Ja, wir sind die ersten Druiden in der magischen Welt und haben einen kleinen Wettstreit um die Domänen. Druids ist ein Stichspiel aus der Wizard-Reihe von Autoren Günther Burkhardt und Wolfgang A. Lehmann mit Illustrationen von Franz Vohwinkel. Es ist für 3 bis 5 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 45 Minuten und ist bei Amigo erschienen. Druids ist ein reines Kartenspiel und beinhaltet 65 Karten sowie einen Wertungsblock. Die Karten zeigen 5 verschiedene Farben mit den Werten 1 bis 12. Dazu gibt es noch je 2-mal die Karten Goldene Sichel und Mistelzweig sowie eine Gaia-Karte. Alle Karten bis auf die Gaia-Karte werden zusammengemischt. Dann wird die Gaia-Karte in die obere Hälfte des Kartenstapels untergemischt. Jetzt kann es schon losgehen. Duels wird über 5 Runden gespielt. Zu Beginn jeder Runde erhält jeder Spieler, je nach Spieleranzahl, 13 bis 15 Handkarten. Es bleiben immer einige Karten übrig. Der Spieler mit der Gaia-Karte muss als erstes eine Karte ausspielen. Dies muss die Gaia-Karte sein. Er sagt dazu eine Farbe an, Blau, die Mitspieler nun bedienen müssen. Kann man dies nicht, so darf man eine beliebige andere Karte spielen. Der Spieler, der die höchste Karte in der zu bedienenden Farbe spielt, erhält den Stich. Er muss nun die erhaltenen Karten nach Farbe sortieren und jeweils die Karten mit der niedrigsten Nummer nach oben legen. So bildet man für jede Farbe einen persönlichen Stapel. Erhält man später wieder einen Stich mit Karten von Farben, die man bereits hat, werden die Karten aus dem Stich wieder nach Größe sortiert, die niedrigste oben und oben auf die bereits vorhandenen Karten gelegt. Der Sieger des Stichs spielt eine beliebige neue Handkarte aus. Die Farbe dieser Karte bestimmt, welche Farbe die Mitspieler bedienen müssen. Mistelzweig und Goldene Sicheln sind besonders. Sie dürfen jederzeit gespielt werden, auch wenn man bedienen könnte. Mit ihnen gewinnt man nie einen Stich. Erhält man durch einen gewonnenen Stich einen Mistelzweig, so darf man diesen unter einen beliebigen eigenen Stapel legen. Bei der Goldenen Sichel muss man allerdings den Stapel mit der höchsten oben liegenden Karte entfernen. Die Runde endet entweder, wenn alle Karten gespielt worden sind, oder ein Spieler Karten in allen 5 Farben erhalten hat. Hat man 5 verschiedene Farben vor sich liegen, hat man selbst diese Runde verloren. Alle Spieler, die Runde nicht verloren haben, erhalten Punkte in Höhe der Summe der oben liegenden Karten. In diesem Beispiel erhält der Spieler also 4 plus 4 plus 3, also 11 Punkte. Der Spieler, der nach 5 Runden die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Ja, das Erste, wenn wir in Druids anschauen, dann stellen wir natürlich fest, wir befinden uns in der Wizard-Welt. Also es ist hier sehr schön umgesetzt, dass man sofort da diesen Zusammenhang erkennt. Die Karten sind toll gestaltet, man kann die nebeneinander legen, dann bilden die wieder, wie auch schon bei Wizard, eben so ein zusammenhängendes Bild. Und das ist wieder sehr, sehr schön gemacht. Dann guckt man sich die Regeln an und denkt so, ja, ist das ein Stichspiel? Man darf da nicht 5 Domänen haben, weil dann hat man sofort verloren. Klingt jetzt nicht so spannend. Und dann spielt man das und dann, also das war wirklich wie so ein Aha-Effekt. Oh, hier muss ich ja aufpassen. Jetzt habe ich 3 Domänen schon erhalten. Wenn ich jetzt noch einen Stich kriege und eine Farbe anspiele, die ich schon habe, die schon häufiger gelaufen ist, dann kann es mir ja passieren, dass mir die anderen beiden einfach zwei der anderen Mitspieler andere Farben oder 2 Domänen, die mir noch fehlen, reinschmeißen und schon habe ich verloren. Und das ist so ein Effekt bei dem Spiel, den man tatsächlich erst während man spielt erkennt und wo man denkt, oh Mann, da ist ja ein richtiger Clou in dem Spiel. Und dann war es bei uns so und bei allen Mitspielern, dass auf einmal da sowas kam, so ja, das Spiel ist ja richtig genial. Also das konnte uns wirklich gut überzeugen und in den verschiedenen Spieleranzahlen, da merkt man auch so, dass bei 3 Spielern, da hat man ein bisschen mehr Sicherheit, weil ja nur 2 andere Spieler eine Karte geben. Das heißt, wenn man da 3 Domänen hat, dann schafft man wahrscheinlich noch eine 4. und hat nicht so ein ganz hohes Risiko, dass wenn man jetzt eine von seinen 3 Farben anspielt, dass 2 andere reinkommen. Wenn man allerdings dann zu 5 spielt, dann wird es schon viel unkalkulierbarer und man wird viel vorsichtiger. Zu 4 ist man auch schon sehr vorsichtig, weil eben ja, bei 3 Leuten das 2-mal noch, ich nenne es jetzt mal böse Karten, dann reinschmeißen, das kann schon passieren. Das heißt, je mehr Spieler man ist,
desto unkalkulierbarer wird das Ganze und desto mehr kommt eben dieser Clou raus, dass man aufpassen muss, dass es hier nicht mehr so ist, ich will alle Stiche haben, wunderbar. Oder bei Wizard war es ja, dass man eine bestimmte Anzahl an Stichen haben wollte und das vorher so für sich festlegen konnte. Also auch wieder ein bisschen kalkulierbarer. Und hier ist es eben so am Anfang, ja, gibt mehr Stiche, aber wenn man jetzt den ersten Stich einer Farbe kriegt, dann hat man es häufig, dass man dann einfach nur ein oder zwei Punkte kriegt, weil die Einser und Zweier sind ja noch da. Während wenn man im Spielverlauf dann noch einen Stich bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch, dass der Stich mehr Punkte wert ist, weil die niedrigen sind ja unter Umständen schon raus. Aber man hat halt auch mehr das Risiko, dass man irgendwie so ein Beiwerk sammelt. Das kann gut sein, wenn man noch gar keinen Stich hat, weil dann ist jedes Beiwerk ist ja Punkte wert. Es kann aber auch schlecht sein, zum Beispiel, wenn man schon einen hohen Stich hatte, so wie ich jetzt hier eine blaue 7, das ist schon 7 Punkte wert, das ist relativ viel in dem Spiel. Wenn ich jetzt hier versuche, meine gelbe 1 noch ein bisschen wertvoller zu machen, indem ich einen gelben Stich anspiele, kann es mir halt passieren, dass mir ein anderer auf einmal eine blaue 1 da reinschmeißt, weil er keine gelben Karten mehr hatte. Dann habe ich vielleicht bei Gelb ein paar mehr Punkte, aber bei Blau wieder welche verloren. Und das ist so ein Clou, den man, oder ja, tatsächlich Clou, den man in dem Spiel erst merkt, wenn man es tatsächlich gespielt hat. Und denn eigentlich, wenn man so die Regeln liest, wo man gar nicht so dran denkt, dass das passieren könnte. Und das macht das Spiel echt genial und das macht es zu einem ganz, ganz tollen und auch ganz besonderen Stichspiel, was sich nochmal ganz anders spielt als so die, ich nenne es jetzt mal klassischen Stichspiele, auch ganz anders spielt als Wizard. Und es ist schön, dass sie es tatsächlich geschafft haben, ein Spiel in der Wizard-Welt zu machen, wo man aber nicht denkt, ja, das ist jetzt eine Variante von Wizard, sondern es ist ein komplett anderes Spiel mit einem komplett anderen Clou, der wirklich absolut toll gelungen ist und ich bin ganz begeistert, obwohl ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Stichspielen bin, ist es ein Spiel, was ich wirklich immer wieder gerne mitspiele und wo ich denke, dass ich das auch in Zukunft sehr häufig noch auf den Tisch bringen werde, auch als Absacker und was mir einfach super gut gefallen hat. Ja, dann hoffe ich, konnte euch hier einen guten Einblick in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, Spiel doch mal.